weil er den Aufenthalt Jan Lorenz zu erkundschaften suchte? Das alles könnte zu mancherlei Vermutungen führen. Oh, dass ich jetzt nur an der Spitze von 20 der Meinigen stünde. Ich wollte alle diese Rätsel gewiss lösen. Vor Merona stiegen Rinaldo und Lodovico aus der Chaise, schickten den Fuhrmann zurück und schlugen einen Seitenweg ein. Hier kamen ihnen ein paar Männer mit einigen Maultieren entgegen, in denen Lodovico bald alte Bekannte erkannte. Es waren Luzio und Giordano, zwei handfeste Gesellen von Luiginos Bande. Die gegenseitige Freude, sich zu finden, war sehr groß und es kam bald zu einer bestimmten Unterhaltung, die Rinaldo eröffnete. Wo ist Luigino? So viel wir wissen, hat er sein Korps geteilt. Wir haben uns noch nicht wieder zum Ganzen finden können und treiben indes in der Nähe unser Wesen für uns. Habt ihr sichere Plätze? Oh ja. Wir stecken in Felsen und Forsten bis über die Ohren. Ich gehe mit euch. Wie? Ist das ernst? Wie ich sage. Donnerwetter. Das gibt uns Ehre und Glück. Die Maultiere wurden bestiegen und Rinaldo kam bei dem Häuflein an, welches sich nun dreifach so stark fühlte, als es wirklich war, da der gefürchtete Räuberhauptmann an ihrer Spitze stand. Nachdem alle gehörig mit Munition versehen waren und Lodovico wieder auf seinen Beinen stehen konnte, wollte Rinaldo mit seinem Schwarme aufbrechen, als ihm gemeldet wurde, man vernehme von Weitem das Pferdegetrappel von einem nicht unbedeutenden Kavalleriekorps.